Herr Wintermann, da haben Sie recht. Immer wenn ich rede, wird es interessant. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich freue mich über diese Aktuelle Stunde auf Antrag der CDU, auch wenn man den Eindruck hat, dass sich Ihnen die bildungspolitische Dimension des Themas noch nicht erschlossen hat, Herr Beuth. Dazu haben Sie ja leider nichts gesagt. Heute finden in Bonn unter dem Motto Kultusminister nachsitzen Proteste und Blockaden anlässlich der Kultusministerkonferenz statt. Der Deutsche Hochschulverband fordert alle Dozentinnen und Dozenten auf, ihre Lehrveranstaltungen zu verschieben, um diese Proteste zu unterstützen. Im Rahmen des Bildungsstreiks protestieren Tausende gegen gravierende Mängel an den Schulen und Hochschulen, die chronische Unterfinanzierung und die Selektivität des Bildungssystems. Und eines wurde bereits erreicht. Bildungspolitik rückt in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Und auch der Bundespräsident, meine Damen und Herren, zeigt Verständnis für die Proteste der Studierenden. Die Aktivisten fordern demokratische Schulen und Hochschulen, die sich an den Menschen und nicht an der ökonomischen Verwertbarkeit orientieren. Bildungsblockaden wie Gebühren oder Zulassungsbeschränkungen müssen fallen. Mit der Umstellung auf Bachelor und Master ist der Leistungsdruck enorm gestiegen. Pflichtwochenstunden und Klausuren haben drastisch zugenommen. Das führt zum sogenannten Bulimie-Lernen von Klausuren. Vor Klausuren wird alles schnell auswendig gelernt und anschließend alles wieder ausgespuckt. Freies und selbstbestimmtes Lernen dagegen braucht Zeit und Raum. Und genau das versuchen die Studierenden, sich zurückzuerobern durch die Besetzung der Hochschulen, wobei Besetzung eigentlich der falsche Ausdruck ist. Die Studierenden holen sich ihre Hochschulen zurück von den undemokratischen Hochschulräten, von den privaten Sponsoren. Das ist ihr gutes Recht. Und auch viele Schülerinnen und Schüler demonstrieren für kleinere Klassen, für die Abschaffung des Turbo-Abiturs G8, für eine Schule für alle und für ein ausreichendes Angebot an Ausbildungsplätzen. Lehrerinnen und Lehrer wehren sich, auch wenn die Landesregierung ihnen das Streikrecht absprechen will, ein Grundrecht, das ihnen auch nach europäischem Recht zusteht. Denn Lehrerinnen und Lehrer sind keine Leibeigenen, und das 19. Jahrhundert ist vorbei. CDU und FDP versuchen, die Proteste zu kriminalisieren, um von der Bildungsmisere und ihrer eigenen verfehlten Politik abzulenken. Da organisieren Studierende über 70 Workshops, alternative Seminare und Veranstaltungen an der Frankfurter Uni. Aber statt sich mit den Argumenten und Forderungen auseinanderzusetzen, wie das im Übrigen auch andere Hochschulleitungen tun, lässt man die Studierenden mit einem massiven Polizeieinsatz räumen, wegen des Fehlverhaltens einiger weniger. Damit wurde ein fatales Signal gesetzt, das das Vertrauensverhältnis zwischen dem Präsidenten und den Studierenden tief erschüttert hat. Denn es ist absurd, meine Damen und Herren, die Studierenden der eigenen Hochschule wegen Hausfriedensbruch anzuzeigen. Die Studierenden sind Teil der Hochschule und keine Fremdkörper. Und deshalb fordere ich den Präsidenten der Frankfurter Uni auf, die Anzeigen wegen Hausfriedensbruch gegen die Studierenden zurückzunehmen und alle Spekulationen über Zwangsexmatrikulationen und Hausverbote ein Ende zu bereiten. Das verschärft den Konflikt völlig unnötig. Die Besetzungen liefen fast überall ohne große Schäden ab. Das möchte ich nur noch einmal bemerken. Verglichen mit früheren Studierendenbewegungen wie 1968, wenn Sie sich daran mal erinnern, mit Aktionen wie der Springer-Blockade zum Beispiel. Und wo stünden wir denn heute, wenn es diese Bewegung nicht gegeben hätte? Ich finde diese Aufregung völlig verfehlt an diesem Punkt. Viele Studierende, viele Anwohner, die Gewerkschaft GEW und der AStA spricht von einem unverhältnismäßigen Polizeieinsatz. Es wird von Prügelszenen und Schlagstockeinsätzen berichtet. Einige Studierende haben Knochenbrüche erlitten. 5 sind im Krankenhaus behandelt werden, meine Damen und Herren. Und ein Polizist soll sogar seine Schusswaffe gezogen haben. Über 100 Studierende wurden mitsamt dem Dozenten von der Polizei aus dem Casino getragen, wo gerade eine Veranstaltung zum Bildungsbegriff von Kant und Humboldt stattfand. Irma wird Ihnen nicht schlecht tun, meine Bildungsveranstaltung dazu mitzumachen. Es wird offenkundig versucht, die Proteste zu diskriminieren, kritische Veranstaltungen zu unterbinden und eine Auseinandersetzung mit den berechtigten Forderungen der Studierenden zu umgehen. Sie fordern in Ihrem Antrag, die Probleme im Dialog zu lösen, zu dem Ihre Regierung nie bereit war. Denn Dialog funktioniert nicht mit dem Einsatz des Polizeiknüppels. Wir werden zur Räumung des Casinos einen Berichtsantrag einbringen, weil wir möchten, dass diese Vorgänge aufgeklärt sind. Meine Damen und Herren, der Bildungsvandalismus der Landesregierung ist das Problem, und der lässt sich auch nicht mit zwei Eimern Farbe beheben.
Wer die Bildung kaputt spart, der betreibt mutwillige Zerstörung der Zukunftschancen junger Menschen, und davon wollen Sie ablenken. Die bemalten Wände sind ein Vorwand, um den Protest zu kriminalisieren. Frau Kollegin Wissler, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Vielen Dank, ich komme zum Schluss. Sonst stört Sie der Zustand der Räumlichkeiten an den Unis wenig, sonst wäre Bildung ja nicht so chronisch unterfinanziert. Die Proteste sind legitimiert, sie sind berechtigt, und deshalb solidarisieren wir uns mit dem Bildungsstreik und auch mit den Protesten anlässlich der heutigen Kultusministerkonferenz. Ja.